Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe mir überlegt, ob wir uns eine Potion nochmal holen sollten. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, nee, weil wir haben uns eigentlich ganz gut angestellt am Ende dann. Und ich bin mir sicher, wir finden hier schnell irgendwo eine Fee. So selten sind die ja nun auch nicht mehr. Und dann können wir quasi auch zum Boss gehen. Also es setzt voraus, dass wir jetzt irgendwo viel Leben finden. Zur Not auch das hier. Wie schnell kommt das wieder? Hm. Sag mal, wieso gibt ihr mir jetzt keine Herzen mehr? Was ist das für ein Betrug, ey? Ah, eine Fee. Okay. Ja, dann laufen wir jetzt mal zum Boss. Das geht am schnellsten hier lang, glaube ich. Ja, geh schon. Ja, ich sollte mir bei Möglichkeit jetzt nicht wieder das ganze Leben nehmen lassen. Das wäre nicht ganz so sinnvoll. Gut. Gut, sehr gut. Ah, Moment. Fehler haben wir bereits ausgerüstet. Ihr droppt doch immer Herzen, wenn man auf euch drauf springt, oder? Ja, das gilt auch hier. Cool. Heißt, wir haben volles Leben und können jetzt beruhigt zum Boss gehen. Naja, in Anführungsstrichen beruhigt. Lol. In Anführungsstrichen beruhigt. So einfach ist er nun auch nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich eher so hier hoch. Den Schild wollte ich auch noch ausrüsten, genau. Ja, laber nicht. Schön. Ja, ich möchte zum Boss. Es ist jetzt dumm, dass wir das Ganze nochmal anschauen müssen, aber naja. Übrigens, die Federn wirft natürlich der grausame Geiger, Flöter. Wow. Ich habe eine Idee, wie wir das lösen. Wir stellen uns hier hin. Und wenn er hier nicht kommt, haben wir genügend Zeit, uns umzudrehen. Ja, das ist natürlich der Haken an der Sache, dass er das auch noch macht. Naja gut, dann stellen wir uns wieder in die Mitte. Wow. Aber er hat uns, glaube ich, nicht gekriegt. Können wir ihn eigentlich auch mit einem Bumerang verletzen? Das ist eine gute Frage. So, ein Treffer. Noch ein Treffer. Fail! Ja, das ist ein spannender Boss für euch zum Zuschauen, ich merke das schon. Ah, okay. Okay. Jetzt kommt er hier? Nein, hier. Jetzt kommt er hier? Nein, dort. Komm hier! Dann halt so, Mann. So. Reaktionen sind gefragt. So, noch einmal. Hier, kriegst du. Willst Stress, kriegst du. Nee, du schüttelst. Nein, machst du nicht, machst du nicht. Okay, cool. Machst du nicht, 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 machst du nicht. Okay, es ist immer stressig, ich weiß. Okay, es war Fail. Bam. Und... Hey, ich wusste ja nicht, ob er angreift oder ob er Federn schmeißt. Das weiß man ja nie. Jetzt schmeißt er zum Beispiel wieder Federn. Das... Nein. Boah. Oh oh, oh oh. Nein, 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 fick dich. Ich weiß nicht, wie weit der sich resettet. Ob der jetzt komplett resettet ist oder ob der... jetzt in Stufe 2 ist, wo er Federn schmeißt. Wow!
Das war knapp. Na, das war fail. Das war auch fail. Na, komm schon. Okay. Okay. Nein. Ich dachte, der erste kommt angeflogen und wollte einen Enterhaken werfen. Bam. Ist jetzt nur zwei Herzen verloren. Es geht eigentlich. Okay, es war zu hoch. Bam. Okay, okay, okay. Bleib drauf, Link. Bleib drauf. Halte Widerstand. Danke. Man kann sich auch hier hinhängen, glaube ich, aber. Wow! Hey, ich muss meinen Zuschauern was zeigen. Das killt mich. Okay, wo kommt der? Wo kommt der? Hier, Angriff. Fail. So. Knöpfe nicht verwechseln. Es kann gut sein, dass wir den ganzen Part nur damit verschwenden, diesen Boss zu besiegen, oder? Auf die Uhr gucken, ja. Okay, sie lassen einem ein bisschen Reaktionszeit. Das ist gut, das ist gut. Okay, will angreifen. Wo erscheint er? Hier. Angriff. Okay. Er will wieder angreifen. Okay, das ist mir am liebsten, wenn er das macht, weil da kriegt man am besten Punkte gegen ihn. Komm schon. Okay, okay, okay. Es war rechtzeitig noch. Und. Aber auch geil. Ja! Auch geil, dass sie den Bosskampf auf der Spitze dieses eingestürzten Turmes machen. Okay. Meine Energie. Bin besiegt. Dich erwischt es auch noch. Wenn der Windfisch aufwacht und du, ich, wir sind sein Traum. Ja, besiegt. Schnell. Link, geh rein. Ein neues Instrument. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Und sie spielt die Ballade des Windfisch. Flöte! Die Musik der Flöte weist den Weg. Was? Hä, das verstehe ich jetzt echt nicht. Okay. Ja, wir müssen das Farbschema wechseln, wir sehen es gleich wieder. Es geht weiter, meine Freunde. Cool. Ich liebe diese Melodie. Und jetzt weiß ich auch wieder warum. Weil ich sie mit solchen epischen Kämpfen verbinde. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe ja noch eine Idee, wo wir hin müssen. Apropos Flöte. Ich habe da eine Idee, wir flöten uns mal eben ins Tal runter. Das war, glaube ich, nicht gemeint mit die Flöte weiß den Weg. Aber so können wir es praktisch mit dem Nützlichen verbinden und gleich mal
ein wenig Sachen kaufen. Wo ist meine Feder? Da unten. Hi, du. Hallo, bla bla. Dann eben nicht, ups. B drücken ist nicht immer gut. Dann eben, hey, hat die mich mal immer genannt? Ja, 28 Rubinen habe ich übrig. Hier, bitte, danke, tschüss. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Gut, 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 gut. Es gibt jetzt ein paar Dinge, die... Schaut euch mal die Instrumente an, wir haben fast alle. Yay! Das heißt, wir sind fast durch mit dem Spiel. Okay. Es gibt da so ein paar Dinge, die wir noch machen können. Es gibt nämlich noch etwas, was ich mir holen will, was ich total nur vergessen habe bis jetzt. Dass das auch noch gab. Heben wir mal diesen Stein da hoch. Moment, erstmal töten wir die. Bevor sie selbiges mit uns machen. Als ich nämlich durchs Lösungsbuch gestöbert habe, habe ich bemerkt, oh, hier ist ja noch was. Und, was ist das? Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nee. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja. Bomben haben wir ja nie genug, ne? Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Okay, na ja, tschüss. Der ist blöd, der will uns bestrafen, aber belohnt uns. Und damit war's dann, wieso seht ihr alles so unscharf? Damit war's dann auch das für diese Folge. Ich habe schon eine Idee, was wir nächste Folge machen. Wir werden mal hier ein bisschen die, wie hieß das, Stromschnellen erkunden. Und es gibt noch zwei weitere von diesen Feuerimps, so heißen die. Und wir werden einen davon noch holen. Also einen anderen können wir noch nicht holen, deswegen nur einen. Und eventuell machen wir in der Quest weiter. Mal schauen, wie es zeitlich hinhaut. Also bis dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.